Hallöchen Leute und willkommen zurück zu Far Cry 5. Wir beginnen hier in einem wunderschönen Wald und gehen nun zu Dr. Sarah Perkins, die Dame, die als Charakter noch auf unserer Karte vermerkt ist und bei der wir noch keine Story-Mission abgeholt haben. Und das scheint eine Hauptstory-Quest zu sein. Allerdings habe ich das ja schon mehrfach thematisiert. Man muss ja nicht alle Main-Story-Quests machen, damit man in Far Cry 5 weiterkommt. Was eine ganz gelungene Abwechslung ist, ja, im Vergleich zu dem mach A und dann mach B und dann mach C. Aber was dem Ganzen natürlich auch ein bisschen Struktur nimmt. Aber interessantes Experiment. Das, finde ich, sollte man definitiv mal lobend im Voraus erwähnen. Da bin ich mal gespannt drauf, was uns hier jetzt erwartet, denn da scheinen ein paar Wölfe zu sein. Und die Frau Doktor, die kann gut schießen. Was haben wir hier? Plattenkiste. Auf geht's, Cheeseburger. Schnapp sie dir. Jawohl. Mach alles kaputt. Gott, die sind aber auch zu schnell. Habe ich einen erwischt? Alle erwischt. Nice. Was haben wir denn hier alles? Tagebucheintrag 134. Das heißt Tag. Eli, einer von der Whitetail-Miliz, kam letzte Nacht vorbei. Er wollte uns überreden, aus Hope County zu verschwinden, weil diese Leute von Eden's Gate uns etwas antun könnten. Ich habe ihm gesagt, dass unsere Arbeit hier noch nicht erledigt ist und dass wir noch ein paar Tage brauchen, bevor wir gehen können. Er sagte, für so gebildete Leute verhaltet ihr euch ganz schön bescheuert. Ja, hat er auch ein bisschen recht tatsächlich und stürmte davon. Ich bin mir sicher, dass er nur paranoid war, wie die meisten anderen hier im Park. Ich meine, wer sollte einem Haufen Umweltschützer etwas antun wollen? Ach ja, Dr. Sarah Perkins. Ja. Ich bin irgendwie immer gebildet, Sarah Jessica Parker zu sagen, warum auch immer. Ja, Perkins? Parker? Ja, egal. Letzte Nacht wurden wir von irgendwas angegriffen. Zuerst haben sie Kent erwischt und irgendwohin verschleppt. Bailey wurde ins Bein gebissen und es sieht gar nicht gut aus. Am Morgen werden wir versuchen, ein Krankenhaus zu finden. Ich weiß nicht, was uns angegriffen hat. Ich schätze, es war eine Art Canis Lupus, aber irgendwie verändert. Und den roten Markierungen am Kopf nachzuurteilen, wurden sie von Menschen verändert. Aber welche chemische, biologische Substanz könnte so etwas bewirken? Ich habe ein paar Theorien, aber ich brauche mehr Proben, um sie zu überprüfen. Boah. Tod hilft mir nicht weiter. Ja, die rote Markierung am Kopf. Ja, das sind Jacobs Wölfe, falls Sie es noch nicht wissen. Frau Dr. Sarah. Heute musste ich Bailey begraben. Der Biss muss eine Arterie erwischt haben oder so. Ah, Mann, ey. Sie hat so viel Blut verloren. Ach, Bailey ist ein Frauenname, okay. Ich war bis zum Ende bei ihr. Ich war da, hab ihre Hand gehalten und dann war sie tot. Ich weiß, ich bin kein Soldat, aber ich werde nicht zulassen, dass sie umsonst gestorben ist. Und ich kann vielleicht nicht schießen, aber ich kann Eli und seinen Whitetails auf eine andere Art helfen. Diese, wie hat Eli sie genannt? Judges? Ich werde es ihnen mit Wissenschaft heimzahlen. Mit den richtigen Daten könnte ich vielleicht etwas erreichen. Und dann ist niemand umsonst gestorben. Wie um alles in der Welt können sie so stark sein? So, aber der 137. Tag. Es ist schon 2 Tage her und immer noch keine Spur von Howie. Er wollte Proben sammeln gehen und ist nicht zurückgekommen. Und jetzt hören wir ständig dieses Geheul aus dem Wald. Ich mache mir Sorgen, dass Eli recht hatte und dass wir hätten fliehen sollen, als sie die Chance dazu hatten. Ich sehe immer mehr von diesen Eden's Gate-Typen in ihren weißen Trucks herumfahren, aber wir verstecken uns jedes Mal, wenn sie kommen. Bailey und Kent wollten versuchen abzuhauen. Bei der verstärkten Sektenpräsenz hier weiß ich nicht, ob sie es schaffen können. Gott verdammt, ich bin Wissenschaftler. Für so etwas bin ich nicht gemacht. Klingt aber auch sehr natürlich, sehr menschlich, was sie da schreibt. Warum kann ich nicht mit ihr reden? Leute, was habe ich noch nie gesehen? Wir brauchen Privatsphäre. Scheiße, ich dachte, ich wäre erledigt. Danke. Ich bin übrigens Sarah. Sarah Perkins. Hab ein Team von Artenschützern geleitet. Wir haben die Wölfe im Park untersucht und dann, naja, haben wir diese Viecher gefunden. Es sind Wölfe, aber so etwas habe ich noch nie gesehen.
Die Sekte nennt sie Judges. Größer, stärker, widerstandsfähiger als die andere Spezies aus der Gegend. Die Sekte hat versucht, mein Team dazu zu zwingen, ihnen zu helfen. Als wir uns weigerten, haben sie diese Dinger auf uns gehetzt. Eli und die Whitetails haben mich rausgeholt. Seitdem versuche ich, mich zu revanchieren. Ich habe eine Theorie dazu, wie wir diese Kreaturen mit der Sektenformel aufspüren können. Aber ich habe nur Leichen. Ich brauche einen lebenden Judge. Ja, das ist viel verlangt, aber es muss sein. Die Sekte richtet sie in einem alten Jugendlager ab, dem Breakthrough. Wenn du mir hilfst, kann ich vielleicht etwas entwickeln, womit du sie besser jagen kannst. Ich treffe dich im Lager, sobald es sicher ist. Zeit fürs Abendbrot. Om nom nom. Ja, bei mir ist es schon ein bisschen spät für Abendbrot, aber... vielleicht nochmal später. Aber dann kein Abendbrot, sondern in ein paar Stunden wahrscheinlich schon wieder Frühstück. Wobei, das Frühstück lasse ich auch mittlerweile aus. Ich fahre eigentlich ganz gut mit der Herangehensweise zu sagen, hey... zerstöre Jacobs Helikopter. Aha, machen wir mal. Ich fahre eigentlich ganz gut damit zu sagen, hey, ich esse, wenn ich Hunger habe. Ja, also... ich warte tatsächlich dann einfach. Und es funktioniert ganz gut. Okay, Main Quest erfüllt. Nice. Ja, super. Er will mich so ein bisschen auf Social Media auch. Wenn es nach mir ginge, wärst du schon lange tot. Aber Joseph hat da andere Vorstellungen. Und er möchte mit dir reden. Und genau das musst du auch tun. Keine Sorge, meine Jäger werden dich zu ihm bringen. Alles klärchen. Okay, krass. Ja, okay. Soll ich das jetzt erzählen oder nicht? Ja gut, Thema Frühstück nochmal ganz kurz zu Ende gebracht. Also ich bin halt, wer mir auf Social Media folgt, weiß, ich habe ein paar Kilo mehr. Und ich habe jetzt nach langen Jahren mal wieder dem Gewicht den Kampf angesagt. Und tatsächlich auch relativ erfolgreich bislang. Ich habe so 5,5 Kilo jetzt verloren. Immer noch ein langer Weg, den ich gehen muss, bis ich quasi in so ein... oh Mann! ...gesunden Rahmen komme, aber... bis jetzt geht's ganz gut. Und ich fange halt einfach nur an zu essen, sobald ich wirklich Hunger habe. Und 1 bis 2 Mahlzeiten pro Tag sind es dann. Aber hey, hier passiert gerade was viel Atmosphärischeres und ich sollte dazwischen nicht quatschen. Deswegen viel Spaß euch! Einer von euch wird stark sein. Nicht nochmal. Verschwinde hier, Schwätzer. Ich weiß, du hast Schmerzen. Der Herr gibt und der Herr nimmt, hm? Aber du wirst nicht als Einziger geprüft. Wusstest du, dass ich eine Frau hatte? Wunderschön, oder nicht? Sie war schwanger mit unserem ersten Kind. Und wir waren eigentlich noch selbst Kinder. Ich hatte große Angst, Vater zu werden. Wegen des Geldes vor allem. Sie war unbesorgt. Sie war zuversichtlich, dass alles gut wird. Sie war immer zuversichtlich. Und dann eines Tages besuchte sie eine Freundin. Es gab einen Unfall. Und der Herr nahm. Und sie brachten mich ins Krankenhaus. In einen Raum mit diesem kleinen rosa Bündel, das an Schläuchen hing. Sie sagten, dass ich stark sein müsse.
wenn mein kleines Mädchen überleben würde. Gott hatte unsere Tochter gerettet. Und sie ließen mich allein in dem Zimmer mit ihr. Und ich starrte meine Tochter an. So hilflos, so unschuldig. Und sie hatte niemanden außer mir. Einen Niemand von nirgendwo. Mit gar nichts. Und in diesem Moment wusste ich, dass Gott mich prüfen wollte. Er bereitete einen Weg für mich und ich musste mich nur entscheiden. Also legte ich meine Hand auf ihren kleinen Kopf. Und ich war ganz nah und konnte sie riechen. Und ich betete mit ihr. Ich bat um Weisheit. Ich bat um Stärke. Dann wusste ich es. Ich erkannte Gottes Plan für mich. Und dann legte ich meine Finger auf den Atemschlauch, der geklebt war an ihr engelhaftes Gesicht und drückte zu. Und dann nach einer Weile begannen ihre Beine zu zucken. Und dann nichts mehr. Stille. Erlösung. Der Herr gibt und der Herr nimmt. Schmerz. Entbehrung. Das ist alles Teil der Prüfung. Um zu zeigen, dass wir Gott dienen können. Was er auch verlangt. Okay, hier sind wir wieder. Das ist derselbe Raum wie... Das ist aber ziemlich exakt derselbe Raum. Die Zwischensequenz war zweifelsfrei neu, aber... Warum kommt jetzt exakt dieselbe Spielpassage? Oh! Die war, glaube ich, neu. Gut gemacht. Die Herde keulen! Ja. Opfere die Schwachen. Kenne deine... Gut. Ich weiß jetzt nicht, ob die spielerische Passage am Ende nochmal jetzt exakt dieselbe ist. Am Anfang wirkt es wie das exakt selbe wie damals. Genau so. Was
Was ist denn jetzt los? Perfekt. What? Was war das denn? Hä? Soll das jetzt eine Implikation sein, dass wir die ganzen Leute hier umgebracht haben, oder wie? Deputy, hier ist Eli. Wollte mich nur melden. Du wurdest schon eine Weile nicht gesehen. Die Whitetails könnten hier draußen echt deine Hilfe brauchen. Ja, warte mal. Ich bin gerade erst wieder aufgewacht. Es wäre ganz nett, wenn ich hier mal kurz evaluieren kann, wo zur Hölle ich gerade bin. Ja, okay, gut. Ich kann es verorten. Ja, also das Ende war sehr komisch. Ich konnte plötzlich gar nichts mehr richtig steuern. Ja, ansonsten diese ganzen Situationen, diese Sequenzen, die sind echt krass. Also die wirken sehr, sehr komisch. Man fragt sich immer, was ist hier los? Ja, genau. Geh weg. Lass Peaches in Ruhe. Ja, fahrt ruhig. Schießt ruhig weiter. Ich fahr weg. Ja, diese gesamte Geschichte rund um Joseph und seine Frau ist auch so richtig strange alles einfach gemacht. Ja, das ist halt dieser typische Far Cry-Wahnsinn. Ist auf jeden Fall ganz nett gemacht. Eine Sache muss ich aber auch nochmal sagen. Ich weiß nämlich, und an der Stelle auch direkt schon mal, nein, ich spoiler nix. Ich weiß nämlich tatsächlich, wie das Spiel ausgehen wird. Ich werde aber nicht spoilern, wie gesagt. Und ich kann auf jeden Fall auch sagen, es ist, glaube ich, ziemlich wichtig, seinen Wingsuit rechtzeitig zu öffnen. Nee, es war noch kein Tipp fürs Ende. Es war, glaube ich, ziemlich gut. Was ist denn jetzt los? Warum zieht die Musik plötzlich so an? Warum ist sie so schief? Alter, wie geil ist das denn bitte? Da jagt so ein Sektenhain ein Stinktier. Und jetzt nicht mehr. Oh Mann, was war das denn? Ja, also wie gesagt, das ist glaube ich gar nicht mal so schlecht, dass ich mich habe spoilern lassen. Ich musste unbedingt einen... Was? Ich hab den Wingsuit gar nicht geöffnet. Ich wollte nur nach vorne sprinten. Achso, doch. Dadurch habe ich ihn geöffnet. Okay, gut. Sprinten und Wingsuit ist auf derselben Taste. Wie dem auch sei. Ja, ich musste unbedingt einen Podcast hören. Ich hatte Lust drauf. Ich wollte die Meinung hören zu diesem Spiel. Nämlich den Auf ein Bier Podcast. Und da hat man auch über das Ende gesprochen. Und das habe ich mir auch angehört. Und wie gesagt, ich verrate inhaltlich nichts zu dem Ende. Aber ich sag's mal so. Wenn man das Spiel so spielt, wie ich es spiele. Selten im Auto fahren, keine Musik hören oder allgemein kein Radio anhaben, dann wird man das Ende vielleicht verstehen, aber vielleicht auch missverstehen können. Und ich schaue mal gerade, wie viele Vorteilspunkte wir haben. 2. Denn da wird etwas angekündigt und darauf werde ich am Ende des Spiels eingehen. Ja, womit man das Ende dann besser versteht. Wow, Alter! Oh, was ein Schockmoment! Ach du Kacke, ey. Ja, also wie gesagt, ich werde das... Jo, die schießt aber alle hier ab. Sehr gut, mach weiter so.
werde. Ja, und wie gesagt, ich werde da über das Ende auf jeden Fall nochmal reden oder über das Element, was ich meine, denn ja, das Ende könnte eventuell etwas unklar sein. Auf der Karte sollten die Bunker markiert sein. Sobald du sie hast, such dir einen aus und los. Der Truppenbewegung nicht so interessant. Zombie-Comic. Die schnappen sich die Menschen und zwingen sie auf ihre beschissenen Stühle. Das Letzte, was wir brauchen, ist, dich wieder zu verlieren. Jawohl, da habt ihr das Stinktier gut erledigt. Ja, Moment, aber muss ich jetzt konsequent der Quest folgen oder kann ich auch erstmal eine andere machen? Ich hätte halt schon Lust, jetzt nochmal hier hinzugehen. Weil es halt auch in der Nähe. Ja gut, gehen wir trotzdem mal hier hin. Aber genug zum Ende, wir sind immer noch inmitten der Geschichte. Ihr werdet das schon früh genug merken, oder ich werde euch schon früh genug erläutern können, was ich meine, denn wir bewegen uns mit großen, großen Schritten auf das Ende zu. Und an der Stelle kann ich auch schon mal sagen, oh mein Gott, da ist ja ein... Ist das ein Außenposten? Was ist das denn? Akustischer Wolfsköder, aha, stimmt. Sag mir bitte nicht, dass wir auf einen einzelnen Wolf geschossen haben. Das wäre so unverhältnismäßig. Jawohl, fallt gleich zweimal hin, sehr gut, Deputy. Angriff mit dem Köder abbrechen, ja. Ja, sauber. Das hat gut funktioniert. Ja, und vielleicht nochmal eine Kleinigkeit dazu, wie das Let's Play auch noch weiterlaufen wird. Also wir werden auf jeden Fall nochmal hier in Jacobs Gebiet ein bisschen was machen. Aber Primärziel ist auf jeden Fall, die Story zu machen. Ob ich mich jetzt da großartig an die weiteren Aufgaben setzen werde, ich weiß nicht. Die Gegend ist zwar sehr schön, aber ich sag mal, vieles wiederholt sich ja schon sehr oft. Das muss man, glaube ich, einfach mal ziemlich zweifellos zugeben. Nein? Ach Gott, ey. Ciao! Na, sieh dich um. Die Hütte ist zu offensichtlich. Vielleicht im Gemüsekeller. Irgendwas Unterirdisches. So. Ja, weitere Aufgaben, wie gesagt. Die Spielwelt ist zwar ganz cool, aber so eine gravierende Abwechslung bietet es dann, glaube ich, auch nicht. Dass ich sagen müsste, hey, ich möchte da jetzt unbedingt 50 Stunden mit Zeit verbringen. Was ist denn hier los? Hä? Einfach nur ein Poster oder was? Okay. Ja, auf Cheeseburger.
Vielleicht in dem Gemüse. Was hat er denn nochmal gesagt? Okay, hier sind wir wieder im Suchgebiet. Ja, und außerdem kommen auch noch extrem viele geile Spiele raus. Also jetzt allein schon God of War demnächst. Was, glaube ich, auch schon mal wieder ja, mächtig viel Zeit in Anspruch nehmen wird. Die Hütte ist zu offensichtlich. Vielleicht im Gemüsekeller. Irgendwas Unterirdisches. Ja, okay, das ist schon Wink beim Zaunfall einfach nur. Ja, nee, God of War wird wahrscheinlich auch schon mega viele Stunden mit reißen. Weil mittlerweile muss ja gefühlt jedes Spiel seine 20, 30 Stunden lang sein. Es reicht ja nicht mehr, dass du ein 7, 8 Stunden Spiel oder so hast. Oder ein 10 Stunden Spiel. Gefunden? Sauber. Weiter zur nächsten Hütte. Teilweise ist es auch ganz cool, weil du hast halt viel zu spielen. Teilweise muss ich auch sagen, finde ich, dass viele Spielsysteme, das ist auch der Grund, warum ich in Far Cry jetzt gar nicht sagen möchte, ey, ich werde hier 100 Stunden durchspielen, dass sich viele Games auch nach einer gewissen Zeit auch, ich würde mal sagen, relativ abgenutzt haben. Also das Gameplay und so, das hat man alles irgendwann schon gesehen, ja, das hat man alles schon erlebt irgendwie. Und ab einem gewissen Punkt... Das Versteck sollte irgendwo... Scheiße, eine Sektenpatrouille ist auf dem Weg zu dir. Komm in die Gänge. Ja, und irgendwann, ab irgendeinem gewissen Punkt, ist es einfach nur noch eine Wiederholung des Ganzen, was du bis dahin schon gemacht hast. Und da verlässt mich dann meistens die Motivation irgendwie für das Spiel. Und ja, wie gesagt. Wenn schon, will ich deine Haut haben, wenn du mich schon anpupst. Ja, und irgendwann verlässt einen so ein bisschen die Motivation, und bevor dieser Punkt erreicht ist, das habe ich halt auch zum Beispiel bei sowas wie Assassin's Creed Origins gemerkt, denke ich mir dann, okay, ich beende dann doch lieber das Let's Play erst, bevor ich dann irgendwie, ja, ein bisschen frustriert werde hier und da. Eli, wir können nicht länger bleiben, mit den ganzen Patrouillen der Sekte ist es hier zu gefährlich. Das Zeug, das ich für dich aufbewahrt habe, ist draußen an dem üblichen Ort unter der Erde. Tut mir leid, Eli, aber ich muss an meine Familie denken. Okay, das sieht gut aus. Ja, sauber. Boah, 600 Meter noch entfernt. Ja, klar. Erst erkennt er mich gar nicht und dann plötzlich komplett. Sorry, auf Kämpfe habe ich keine Lust. Da bin ich aber mal gespannt, wie God of War so wird. Und ich hoffe, dass ich da wirklich einen Key bekomme, weil... Ja. Sonst wäre das ein bisschen blöd. Detroit Become Human kommt ja dann auch Ende Mai. Da bin ich auch mal sehr gespannt auf das Spiel. Das ist dann immer so eine Sache, man muss auch ein bisschen mit der Zeit mal gucken. Ich werde auch die Anzahl der Videos ein bisschen reduzieren. Das hatte ich ja schon so hier und da mal angekündigt. Vor allem auch ein bisschen mit der Videolänge rumspielen. Aber bei so Story Let's Plays, ich kann es mir halt... Vor allem mit der Uni, und ich muss auch in diesem Semester wahrscheinlich meine Bachelorarbeit schreiben. Also ich könnte mir aussuchen, entweder dieses oder nächstes Semester. Ich werde wahrscheinlich dieses Semester machen. Da ist es halt auch immer so eine zeitliche Frage, ne? Wie viele Videos kannst du schaffen? Und ich sag mal so, ich mache ja auch viele Videos mit vielem Schnittaufwand. Und ich plane auch mehr in der Hinsicht. Und dann kannst du es ja auch nicht leisten zu sagen, okay, ich mache weiterhin 3, 4, 5 Videos pro Tag, sondern ja, 2 oder 3 müssen auf jeden Fall reichen. Vorher der Woche wahrscheinlich 3, ich habe mir doch schon ein bisschen was überlegt. Das Wochenende 2 Videos pro Tag. Gut, und wenn die Megakorb kommt, auch da 3. Also alle 2 Wochen hat man wieder dann 3 Videos pro, am Wochenende.
Gut, genug gequatscht über irgendwelche Zukunftspläne. Ich merke, ich komme ein bisschen ins Schwafeln hier und da. Weiter geht's zum Ziel. Aber gut, eignet sich auch perfekt. Ne? Läufst ein bisschen in der schönen Welt rum, genießt die Gegend etwas und kannst ein bisschen übers Leben herziehen. Einige der Konvertierten können ihre... Hey, hab dich im Bild. Warte. Oh nein, die Schweinepriester haben es ausgeräumt. Die fahren mit unserem Kram weg. Geh nach und hol dir das Zeug zurück. Blöd, dass man nicht auf dem Quad quasi sagen kann, okay, ich bleib stehen und dann die AK zücken kann, weil das wäre cool. Sauber. Vollgas hinterher. Ich habe aus Versehen gehupt. Ich wollte meine beiden tierischen Begleiter eigentlich nochmal näher rufen. Aber ich glaube, das erledige ich lieber selbst. Okay, gehen wir mal zurück zur Wolf's Den und quatschen mal ein bisschen. Hier können wir nochmal später hin. Haben wir ja, glaube ich, sowieso keine Körperpanzerung mehr gehabt, denn wir sind auf einem Quad fahrend an sehr, sehr vielen Leuten, an sehr, sehr vielen bewaffneten Leuten vorbei. Wobei, habe ich einen Körperpanzer? Sehen wir jetzt nicht. Okay, gut. Auf geht's. Reden wir mit Wheatley. Wheatley? Gut gemacht, Deputy. Verdammt. Gut, dass wir das Zeug jetzt nutzen können und es nicht in irgendeinem Bunker Staub fängt. Das hilft wirklich sehr. Kaum zu glauben, dass du die Typen erwischt hast. Ich war mir sicher, dass sie entwischen. Hätten wir ein paar mehr Leute wie dich hier, dann hätte Eden's Gate schon längst aufgegeben. Danke, Deputy. Keine Ahnung, was da am Elfjahr vorgeht, aber sie haben gerade eine weitere... Ey, damit eine weitere Quest abgeschlossen. Bei 600 Punkten und wir reden hey, noch mal kurz mit ihm. Hast du eine Sekunde? Die Sache ist die. Ich will diesen Piratensender ans Laufen kriegen. Um die Moral der Truppe aufzubauen. Leute auf unsere Seite zu ziehen, du weißt schon. Und bevor dir irgendeiner irgendeinen Scheiß erzählt. Ja, ich stehe auf Vinyl. Aber nenn mich bloß nicht Hipster. Mich erwischt keiner mit einem Man-Bun in einer Smoothie-Bar. Unser Signal kommt nicht durch, aber Tammy arbeitet dran. Und ich dachte mir, bis dahin stelle ich schon mal eine Playlist zusammen. Ich habe ein paar alte Platten von Eli, aber ich könnte noch mehr gebrauchen. Falls du also über Vinylalben stolperst, dann bring sie zu mir. Sobald Tammy das Signal entstört hat, sendet DJ Wheatley rund um die Uhr. Hoffe, du bist bereit dafür. Ah, alles klar. Ja, Leute. Schön, dass du auf unserer Seite bist, Deb. Okay, wir können alles Mögliche an ihm, bei ihm abgeben. Ganz kurz. Cool. Diese Schätzchen gehen sofort auf Sendung. Wenn du noch mehr findest, kommen die auch auf die Playlist. Kann ich denn dann auch einen neuen Sender quasi dann hören? Das wäre geil, wenn man das in-game quasi miterlebt. Ist ja nicht immer eine Selbstverständlichkeit. Ja, Leute, aber ansonsten würde ich sagen, das war heute mal wieder ein sehr, sehr angenehmer Tag.
hier in der schönen, schönen Welt von Hope County. Oh, mit diesem Ausblick möchte ich euch hier aus der Folge verabschieden. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Lasst sehr gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns dann demnächst wieder bei Far Cry 5. Macht's gut!